Zu Ehren von jeder Fußball-WM, seit der WM 1998 in Frankreich bis zur WM 2018 in Russland, hat der Fusionist Dave Pflugi eine Kollektion von grossformatigen Kunstwerken erschaffen, wo alle von sämtlichen Spielern von beiden Finalteams von der jeweiligen Fußball-WM persönlich signiert worden sind. Die Victory Works Collection können jetzt versteigert werden, um karikative Spenden zugunsten von notleidenden Kindern in Entwicklungsländern zu ermöglichen. Dazu tokenisiert Dave Pflugi seine Victory Works Collection. Ja, heute war wirklich der Start von dem Projekt gewesen, Victory Works, und es war speziell gewesen. Wir haben heute wirklich viele Sachen zusammengenommen. Das heisst, dass sie ehemalige Weltmeister hier kommen, von 1982, Antonioni, wir hatten den Leboeuf, der bei mir 98 schon mal signiert hat. Und für mich war es natürlich sehr schön, das Buch zu starten mit dem Weltmeister. Und das Buch für Katar, das soll nachher eigentlich um die Welt reisen. Und wir möchten eigentlich alle Finalisten und Weltmeister in das Buch integrieren, von jeder WM, wo heute noch lebt, eigentlich die Spieler. Und dort wollen wir Geschichten, Emotionen holen und Interview machen mit den Spielern und spüren, wenn man Weltmeister ist, was passiert nach 30 Jahren, nach 10 Jahren oder gerade danach. Und das ist für mich die wichtigsten Emotionen, die ich versuche, in diesem Buch einzuholen. Und heute haben wir eigentlich den Startschuss gehabt. Wenn ich so die Kunst sehe von hier, kann ich das so vergleichen ein bisschen mit dem Fußball. Wenn ich die große Mannschaften sehe, so wie es der FC Barcelona vor 5, 6 oder 7 Jahren, wie die Leute zum Träumen gebracht haben. Und ich muss sagen, in der Schule habe ich immer 2 Noten gehabt unter dem Mittelstrich. Also das war Singen, ich könnte nicht singen, und auch Malen, ich kann nicht malen. Und wenn ich dann sehe, was die Leute alles hinkriegen, hier zum Beispiel, da bin ich, das ist ein, für mich ist das ein Wunder. Aber ich kann sagen, ich habe das vergleiche ich mit einer sehr guten Mannschaft im Fußball auch. Hier kann man träumen, im Fußball kann man auch die Leute zum Träumen bringen. Ich habe immer ein Ziel gehabt, gewinnen und die Leute glücklich zu machen. Und wenn man hierher kommt, kann man ja nur glücklich sein. Typisch für den Fusionist ist, dass er auch gerade sein neues Projekt mit einem Buch für Katar vorstellt und notabene mit den ersten Unterschriften signieren lässt. Es ist so, dass ich natürlich 2014 in Brasilien geschafft habe und ich wusste, welche sind die nächste WM. Und man muss sich vorstellen, da habe ich gewusst, okay, 14 wir sind in Brasilien gewesen, 18 ist in Russland, aber dann kommt 2022. Und 2022 geht die WM nach Katar. Katar hat null Geschichte von Fußball. Dann ist mir dazu mal im 2014 in Brasilien schon bewusst worden, okay, was muss ich machen? Wir müssen eine Geschichte bringen. Wir müssen die Geschichte vom Fußball integrieren. Und dann ist eigentlich das entstanden, dass ich eigentlich ein Buch machen möchte. Und dann haben wir aber sehr schnell konkretisieren und gesagt, okay, nur die Finalisten. Die Finalisten, die heute noch leben, die mal in einem WM-Final waren. Und das ist eigentlich das spezielle Buch. Und das heisst, das soll um die Welt gehen. Und wir möchten alle, die heute noch leben, und die Emotionen von den weltbesten Fußballern, die je in einem WM-Final waren. Der Franck Leboeuf erinnert sich zurück. Alors, au début, je me rappelais pas. Also ganz an den Anfang mag ich mich nicht mehr erinnern. Es gibt aber ein kleines Detail, das mir aufgefallen ist, wo ich jetzt meine Unterschrift wieder gesehen habe. Also ich weiss noch, am Schluss des Tages vor dem Final, nachdem die Mannschaft ihre Unterschrift gegeben hat, habe ich noch nicht gewusst, dass das Ganze in die Geschichte wird eingehen wird. Es war ein magischer Moment. Auf jeden Fall konnte ich damals das Werk gar nicht richtig aufnehmen. Ja, man schaut es ein bisschen an und findet, es ist noch schön. Aber man hat keine Zeit gehabt, um das Werk wirklich anzuschauen. Setzen zu lassen und auch würdigen, was hier für eine Geschichte erzählt wird. Nachdem ich das zusammen mit Dave jetzt aber noch mal angeschaut habe, er hat mir alles erklärt, da habe ich ganz viele Sachen gesehen. Zum Beispiel das kleine Foto von Michel Platini zum Beispiel. Alle die kleinen Details. Das Podium mit dem Gold, Silber und Bronze. Der Buchstart ist für Dave eine grosse Vision. Es ist so, dass ich das Buch natürlich mehrere Seiten hat. Also die ersten 1930 bis vielleicht 1954 wird vielleicht auf einer Seite gestaltet sein. Aber mindestens, spätestens ab 1966 wird
jede WM eine eigene Seite bekommen. Und die können wir blättern. Und wir können einen Eintrag haben von den Spielern, die Emotionen reinbringen. Wir können sie interviewen. Aber, und das ist das Wichtigste, die WM 2022. Aber dann gibt es 26, 30, 34, 38, 42. Mein Ziel ist, dass das Buch fast bis mindestens das Jahr 2050 geht. Du öffnest das Atelier immer gern für Besucher. Wie sieht das aus? Es ist natürlich so, dass ich als Künstler ist für mich auch wichtig, dass ich auch Zugang gebe. Die Leute sollen das spüren. Was ich machen möchte, ist, jeden Freitag zu oben mache ich live Molen, wo man auf verschiedenen Kanälen schauen kann. Aber was man sicher kann, ist, jeden Samstag vom 11 Uhr bis am 4 Uhr Mittag ist das Atelier offen. Man wird durchgeführt, man kann das spüren, die Geschichte. Und meistens bin ich auch vor Ort.